Übrigens, falls ihr selber auch noch Vorurteile beim Thema Homosexualität habt, bitte macht euch keine Sorgen. Ich finde es überhaupt nicht schlimm. Ich finde es nur wichtig, dass man es weiß, dass man es erkennt und dass man auch mal drüber lachen kann und miteinander drüber redet. Das ist das Einzige, was zählt. Guck mal, ich hab auch noch Vorurteile bei dem Thema. Selbst ich habe beim Thema Homosexualität noch Vorurteile. Guck mal, ich war kürzlich auf dem 10. Geburtstag von meinem Neffen, Paul. Paul hatte 10 Freunde eingeladen, ja? Und ich meine, ihr kennt 10-jährige Jungs. Weißt du, der Erste kommt rein so, hallo Paul, hier ist dein Geschenk. Zweite kommt rein, Paul, hier ist dein Geschenk, los, wir machen was kaputt. Penis. Es geht 9-mal so. Dann klingelt es zum 10. Mal und Lennart steht vor der Tür. Lennart kommt rein, sieht meinen Neffen und das Einzige, was er sagt, ist, hallo Paul, oh, warst du beim Friseur? Und ich so, Lennart, ich habe da eine kleine Überraschung für deine Eltern. Lennart, wir sprechen uns in 20 Jahren nochmal, aber bis dahin, Lennart, zur Vorbereitung, hier diese ABBA-Gold-Edition. Bitteschön, Lennart.